Ja, hallo und herzlich willkommen bei Junior Uni Digital. Mein Name ist Stefanie Morgenroth und ich bin hier als Fachkoordinatorin und Dozentin tätig. Heute machen wir ein Experiment zu Wellen und wollen einfach schauen, wie Wellen entstehen. Was braucht ihr dafür? Irgendeine Auflaufschüssel, die eignet sich ganz gut. Am besten eine Schüssel, die gar nicht mal so hoch ist, sondern relativ flach. Denn wir brauchen auch noch Sand. Geeignet ist hier vor allem ganz feiner Vogelsand. Den bekommt ihr in jedem Supermarkt ganz einfach. Da müsst ihr auch nicht in die Tierhandlung gehen. Ich habe ihn auch im üblichen Supermarkt jetzt bekommen. Einen Luftballon. Und Wasser, denn wir wollen ja Wellen machen. So, wir schütten dann erstmal den Sand in die Hälfte der Schüssel rein. Damit wir auch einen schönen Strand machen. So, das müsste reichen. Und jetzt kommt das Wasser. So, und schon ist unser kleines Meer fertig. Jetzt brauchen wir noch den Wind. Und dafür haben wir den Luftballon. Wenn ihr den Luftballon noch nicht alleine aufblasen könnt, dann lasst euch einfach helfen. Vielleicht habt ihr größere Geschwister oder Mama und Papa sind in der Nähe, damit ihr auch genug Luft für den Wind in den Luftballon bekommt. Ich muss das hier ganz alleine machen. So, ein bisschen Luft reicht. Und jetzt versuchen wir einfach, den Wind entsprechend zu steuern, dass wir erstmal nur ganz wenig Wind aufs Wasser kommen lassen und ganz kleine Wellen machen. Das heißt, ihr öffnet den Luftballon nur ein bisschen. Und ganz kleine, flache Wellen entstehen. Ihr kennt ja auch richtig große Wellen, die ganz stark auf den Strand zukommen. Und das wollen wir jetzt auch nochmal nachstellen, indem wir die ganze Luft, die wir nochmal in den Luftballon blasen, gleich mit richtig Schwung aus Wasser loslassen. So, und auch hier achtet darauf, dass ihr wieder vom Rand beginnt, wenn ihr die Wellen machen wollt. Und lasst einfach alle Luft raus mit vollem Schwung. Ja, wie ihr seht, hat es ganz schön gespritzt und es gab große Wellen und das hat einfach damit zu tun, dass der Wind viel stärker gepustet hat und dadurch viel höhere Wellen entstehen konnten.